Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren 100% Walkthrough zu Super Lucky Steel. Der kleine Fuchs möchte die nächste Welt erkunden. Ich hatte ja gesagt, wir gehen in die Open World, aber wir gehen erstmal in Lord Funkes Reich. Danach werden wir die in der Open World machen. Die Rätselchen, die es da gibt, die sind auch nicht besonders schwer, ganz ehrlich gesagt. Also daher so richtig... Ich habe eigentlich beinahe schon das Gefühl, ich darf die gar nicht veröffentlichen, weil es so einfach ist, aber gibt dafür Erfolge. Und das hier ist eine 100% Walkthrough, also nehmen wir sie natürlich mit. So, wir sollen wieder einen Kopf durch die Gegend tragen. Und jetzt müssen wir einfach nur aufpassen, halt schön den Flammen immer auszuweichen und vor allem hier hinten das L mitzunehmen. Ne? Da oben sehen wir es schon, da müssen wir also auf alle Fälle hin zurück auf diese Plattform. Einfach nur ein bisschen aufpassen, wo und wie das Feuer kommt. Da sehen wir schon, da geht die Plattform runter. Und dann können wir hier auch den Weg zurückgehen. Und natürlich vor allem wollen wir auch den Diamanten mitnehmen und das L. Also wir haben sogar einiges mitzunehmen. Obwohl ich glaube, auch hier ist es nicht ganz so extrem immens wichtig, dass ihr wirklich jede Münze mitnehmt. Ich glaube, es waren wirklich mehr als genug da. Ach, aufs Herzchen verzichte ich jetzt auch. Ich bin eh voll. Oder nehmen wir... Nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So, Speicherpunkt erreicht. Und einfach, ja, immer nur aufpassen, nicht zu schnell gehen, nicht zu langsam gehen. Und schön natürlich gucken, auch jetzt hier, wenn die Plattform wieder hochfährt, dass ihr da an der richtigen Stelle seid und euch nicht das Kopfhaar verbrennt. Und wenn hier die Plattform runterfällt, dann könnt ihr hier das U mitnehmen und habt damit dann auch schon den zweiten Buchstaben eingesagt. So, wieder schön nach hinten, ne? Und ein bisschen nach, dass man schön mittig von dem Feuer ist, nach Möglichkeit, ne? Dann hier unten hin, das war jetzt schon beinahe ein bisschen eng. Und dann hier runterspringen und da ist das C. War ein bisschen versteckt, aber man hat es gesehen. Man hat es gesehen, dass es da liegt, das C. Damit haben wir auch schon mal drei Buchstaben hier beisammen. Ja, die 300 Kreuz brauchen wir natürlich noch. Wir brauchen noch das geheime Kleeblatt. Also ein bisschen was zu tun haben wir noch. So, jetzt geht es erstmal hier raus aus diesem Level. Und jetzt lernen wir gleich einen neuen Gegner kennen. Jetzt kommt erstmal ein Speicherpunkt. Und hier bei diesen Kisten, da müsst ihr tierisch aufpassen. Jetzt seht ihr gleich der neue Gegner, der kommt. Ihr könnt aus diesen Kisten immer nur an einer Stelle raus. Das ist der Grund, warum ich jetzt drumherum renne. Weil ihr seht, aha, die flache Seite ist weg von dem Typen, der hinter mir hinterher springt. Und dadurch, dass ich jetzt hier im Kreis gehe, habe ich hier auch wieder die flache Seite. Also ja, weil ansonsten, wenn ihr da andersrum reinspringt, ja, rennt ihr gegen... Das Holz hingegen könnt ihr nicht rüberspringen oder so und der Typ macht euch platt. Deswegen ganz wichtig, hier liegt K rum, hier hinten in der Ecke. Auch da seht ihr, aha, nach da ist die Schräge, wo es wieder rausgeht. Das ist ganz wichtig, darauf zu achten. Und den Diamanten wollen wir natürlich auch unbedingt mitnehmen. Deswegen müssen wir jetzt einfach so ein paar Sachen ein bisschen doppelt rennen. Damit wir, wie gesagt, immer von der richtigen Seite in diese Holzkisten reingehen. Hier die Münze möchte ich auch noch haben. Das war mir eben gerade vorher zu riskant, die mitzunehmen. In der Ruhe liegt die Kraft. Ihr seht wieder, diese Münzen hier eben gerade, die hatten den Eingang, ja, an der Stelle, von der ich kam. Also war das ja genau die Stelle, wo ich nicht rein will. Wenn ich jetzt also mitnehmen will, dann von hier aus. Jetzt seht ihr, glaube ich, nochmal ganz genau, was ich meine. Hier ist die Schräge, hier komme ich wieder raus. So, und jetzt haben wir hier alles mitgenommen. Jetzt können wir auch weiterfahren. Das war nicht sein Körper, war der falsche Kopf. Ich habe ja, also die Zwischensachen nehme ich alle hier raus. Soll ja auch ein 100% Walk zu sein. So, jetzt können wir hier erstmal wieder hochhüpfen. Zum Glück sind die Ladezeiten auch wirklich extrem kurz. Das brauche ich nicht mehr rauszuschneiden, großartig, außer beim Start vom Level. So, jetzt kommen wir ja in so eine offenere Welt hin. Eine mehr offene Welt. Mach, ich sage es einfach so rum. Eine mehr offene Welt hinein. So, hier kennt ihr ja schon, einmal im Kreis graben und die dicke Münze in der Mitte mitnehmen. Dann hier auf der rechten Seite die, ja, Ballons nutzen, sage ich mal einfach. Und dann noch höher. Und dann sehen wir da schon das Y-Leuchten in der Mitte. Das natürlich mitnehmen, den dicken Diamanten hier in der Mitte nicht vergessen. Buchstaben haben wir alle beisammen. Damit ist uns das Kleeblatt schon mal sicher. So, die 300 Punkte haben wir auch bald zusammen. Da fehlt auch nicht mehr viel. Aber erstmal ab hier ins Fuchsloch, was wir gerade freigemacht haben, was hier unter den Kisten versteckt war. So, hier müsst ihr jetzt so ein bisschen aufpassen. Ne? Alle Münzen gilt es wieder mitzunehmen. Ich glaube, ihr habt Zeit ohne Ende. Ihr dürft nur nicht sterben.
Und die bewegen sich immer so im Kreis und ihr müsst euch so ungefähr merken, so in welcher Reihenfolge diese Plattformen auftauchen und verschwinden. Wie gesagt, ihr seid diesmal nicht auf Zeit angewiesen. Ihr könnt euch also Zeit lassen, ihr müsst halt nur überleben, natürlich die Geschichte, ne? Aber schön alle mitnehmen und schon kriegen wir auch das geheime Kleeblatt. Und ihr seht, wir sind auch schon bei 295 Münzen, also auch die Münze für 300 Münzen sammeln wird kein Problem darstellen. Dieser geht echt schnell mit der, da ist nichts geschnitten an der Ladezeit, die ist wirklich so schnell. So, jetzt nehmen wir hier auf der Brücke noch alle mit, die hier sich so schön brav im Kreis, da stellen wir uns einfach hier an die Seite ran. Naja, zu nah ran traue ich mich nicht, also dann hüpfen wir halt immer so ein bisschen. Aber ihr seht, jetzt haben wir mittlerweile auch für 300 Münzen das Kleeblatt erhalten. Jetzt brauchen wir nur noch den Level beenden fürs letzte Kleeblatt. Und dann haben wir hier auch hier im dritten Level 300%, im dritten Level 300% erreicht. Ganz genau, Goodie. Nein, natürlich 100. Mann. Oh, ich nehme das hier trotzdem alles noch mit. Wie gesagt, ich denke mir, wenn sie da sind, haben sie irgendeinen Grund, ne? Also, deswegen mag ich die einfach so gar nicht liegen lassen. Oh, wie gesagt, hier noch. Ist noch eine unsichtbare gewesen. Nehmen wir auch mit. Ja, auch wenn wir es von den Punkten her nicht nötig gehabt hätten. Oh, wieder einfach nur das Feuer. Gut timen. Und dann sind wir auch schon raus aus dem Level. Haben wir es geschafft. Wunderbar. Das war der dritte Level von Super Lucky's Tale. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mit uns und mit mir und dem Fuchs hier durchzurennen. So besser gesagt. Wie gesagt, nächstes Mal gibt es dann diese neue Trophäe, also neuen Erfolgen für die Schiebepuzzle, die wir dann lösen werden. Und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.